So, meine lieben E-Football-Freunde, hier also mein E-Football 2023 Video zum neuen Gameplay-Update, zum Patch 2.1.1. Ich spiele natürlich eine Divisions-Partie und hoffe, dass mir die halbwegs gelingt, denn ich bin im Moment auch ein bisschen out of playing mit dem Spiel, beziehungsweise habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Partien in den letzten Tagen gemacht und ihr wisst ja selber, dass dieses Spiel durchaus davon lebt, dass man es auch spielt. Klingt ja erst einmal komisch, aber das ist natürlich erst einmal etwas, was an dem Spiel nicht einsteigerfreundlich ist, aber was einfach hochmotivierend ist. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste dazu und auch meine Meinung. So, ich denke, wir können starten. Ich habe Choupo-Moting hier übrigens in der ersten Elf drinne. Hoffe, dass ich mit ihm als Player of the Week Player hier vielleicht ein paar schöne Aktionen, vielleicht sogar ein Tor setzen kann. Würde mich freuen, aber ich möchte einfach mal in den nächsten Minuten hier schildern, ob mir Änderungen zum bisherigen Gameplay auffallen, wenn ja, welche. Und wenn mir jetzt nichts großartig auffällt, dann werde ich euch das auch sagen. Ich habe davor schon zwei Partien gemacht, habe mich da auch so mehr durchgerumpelt, muss ich sagen, hoffe, dass ich jetzt eine bessere Partie mache und möchte euch natürlich hier auch ein vernünftiges Spiel anbieten. Denke mal, das ist auch logisch. So, es sind ja jetzt schon seit einiger Zeit auch die Möglichkeit gegeben, hier mit Nationalmannschaften und Trikots zu spielen, sozusagen in Division, das finde ich auch gut. Da wird Choupo-Moting schon mal das erste Mal umgebolzt. So. Ja, das dürfte die letzte Ermahnung gewesen sein, bevor es hier eventuell Karten gibt. Ja, und Choupo ist ja auch ein super Typ. Ah, er spielt auch schon mit diesen neuen Karten. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Da muss ich schon mal sagen, Respekt an den Gegner, dass er das macht. Machen wir mal mit Leroy Sané hier. Ah, viel zu doll. Eieieiei. Das war gar nix. Okay. Ich hatte es schon in meinen ersten beiden Matches bemerkt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt signifikant ist, ob das jetzt einfach Zufall war. Ich hatte das Gefühl, dass der Schiedsrichter wesentlich mehr pfeift. Stand jetzt nicht explizit in den 2.1.1 Patch Notes, jedenfalls nicht, soweit ich das gelesen habe. Aber das ist mir persönlich aufgefallen. Könnt ihr mal Feedback geben? Vielleicht auch einfach nur ein bisschen Zufall, dass in den beiden Matches relativ viel gepfiffen wurde. Und der zieht das hier durch, der Kollege. Der spielt wirklich mit diesen National Cards, den neuen. Oh, schade. Das war ein schöner öffnender Pass, allerdings mehr als deutlich im Abseits. Okay, da gibt es gar nichts zu beschönigen. Ich finde es natürlich auch cool, wenn solche Gegner halt auch mit solchen Karten sich selbst der Herausforderung stellen, ja? Selbst wenn ich das Spiel hier gewinne, heißt das überhaupt nicht, dass ich der bessere Spieler bin, denn er hat ja nur vom Niveau her Karten, die sind um einiges schlechter. Und das muss man ja auch erstmal kompensieren. Finde ich an sich echt interessant. Und muss ich sagen, Respekt. Ich hoffe, er lässt sich jetzt hier nicht so viel Zeit. Substitution for Jamaica. Number 3. Number 4. Number 15. Coming on the field. Number 30. Number 5. Number 10. Dream.
Ach, Leon. Sowas lässt sich der Leon eigentlich nicht entgehen, muss ich sagen. Schon wieder abseits. Mit dem Arm, okay. Darf sich der gute Upamecano nicht mit dem Arm bewegen. Oh, Gegner macht das gut. Mit Verlagerung. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Und Chopo mit seiner ersten guten Möglichkeit hier. Schade. Muss ich eigentlich nutzen. Ah, ich finde seine Play of the Week Card echt göttlich. Finde die richtig geil. Ist die vielleicht irgendwie coolste, die ich bis jetzt in meiner Sammlung habe an Play of the Week Cards. Irgendwie hat sie Charme. Das gefällt mir dann schon. Ah, schade. Da hätte Sané vielleicht den harten Flachpass nutzen müssen. Ja, der kam gut, die Flanke kam perfekt, Giovanna Elba netzt ein zum 1:0 für meine Best of FC Bayern Spieler. So. Naja. Chopo wieder. Ah, der Spike fühlt sich eigentlich ganz gut. Schade, dass wir die Szene nicht nochmal sehen. Ich glaube, das war schon elfmeterwürdig. Macht denn der Hernandez da bitte? Auch interessant. Ja, so in der Phase des Matches will ich irgendwie ein bisschen zu viel. Und da ist das 2:0 durch Giovanna Elba. Ja, also wie gesagt,
Ich hatte in den Matches das Gefühl, dass der Schiedsrichter ein bisschen griffiger pfeift, weil er deutlich mehr pfeift. Kann ich jetzt in dem Spiel so nicht bestätigen, aber kann natürlich auch ein Stück weit daran liegen, dass der Gegner rein vom Team natürlich von der Stärke nicht auf Augenhöhe ist und das mag man dann sicherlich auch im Spiel merken, ja. Also wenn ihr einen Gegner habt, der auf eurem Niveau spielt, und der ähnlich starke Spieler hat, ja, dann entstehen ja auch Reibereien. There will be 3 minutes at a time. Also diese Zuordnung der Pässe finde ich bis heute immer noch teilweise suspekt bei dem Spiel. Aber gut. Ja, also ich sage bis hierhin, auch bei den vorangegangenen Spielen, die ich für mich gemacht habe, Gameplay bleibt griffig, ihr könnt Pässe gut abfangen. Wie gesagt, in den Patch Notes 2.1.1 stand eigentlich nur eine interessante Sache, wie ich finde. Das war, wenn man hoch offensiv gespielt hat, dass die Innenverteidiger offenbar zu hoch standen, dass das so vom Spiel gar nicht gewollt war, würde ich jetzt mal sagen. So könnte man das schon sehen. Ja, schwach zu Ende gespielt. Ah, schade. Giovanna Elba, den ihr euch auch echt holen solltet für 5000 E-Football Points, meine persönliche Empfehlung. Da sind die Werte meiner Meinung nach etwas schlechter in Gänsefüßchen, als sich der Spieler spielen lässt. Ich habe ihn auch ganz, ganz cool gelevelt eigentlich. Komme mit ihm sehr, sehr gut zurecht. Und jetzt aufs Kommando, sein Doppel, nee, sein Dreierpack. Mein Gott, das darf der Gegner natürlich nicht machen. Ist ihm halt passiert. Ah. Mein, so darfst du dann halt auch nicht agieren. Ah, okay. Er spielt nicht nur mit solchen Spielern. So, hier haben wir noch einen Experten, nämlich den Leroy. Okay. Das kam mit Ansage. Also wie gesagt, er hat schon auch ein paar ordentliche Spieler im Kader. Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Er hat aber von den neuen Spielern auch welche genommen von diesen Nationalmannschaftskarten, was ich persönlich einfach auch ganz cool finde. Aber schöner Freistoß auch von Sané hier. Ich meine, den musste auch erstmal machen.
Und ich meine, dass er durchaus gute Spielanlagen hat hier, ne? Ihr seht's mit Spielverlagerung, Doppelpässen. Das ist auch unbestritten so. The attendance for this match was Choupo-Moting. Und da ist er, der erste Treffer von Choupo. Oh, da habe ich noch überlegt, ob ich dann rechts am Torwart noch vorbeigehe, aber ich habe dann irgendwie gar nicht mehr den Platz auf den letzten ein, zwei Metern gehabt. Schade. Schöner Konter allerdings auch gespielt hier. Und ich meine, ich bin ein bisschen verwundert, denn mit Courtois hat er ja eigentlich auch kein Fallobst hinten im Tor, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oh je. Aber da hatten wir es wieder. Da wollte ich überhaupt nicht hinspielen. Bei Choupo-Moting eben, wo ich den Querpass gemacht habe. Nein, spielt sich aber wie gesagt aktuell gut. Ich werde gerne mal ein Video machen zum Thema Scripting. Mal sehen, ob ich das noch vorm Urlaub schaffe oder ansonsten euch vielleicht sogar in den USA aufnehme. Da möchte ich einfach mal mir ein Meinungsbild machen von euch. Gibt es Scripting? Woran macht ihr das fest? Und Giovanna Elba ist ein richtiger kleiner Gott und legt auf Choupo-Moting auf. Sehr netter Assist von ihm. Choupo mit dem Doppelpack. Sehr schön. Aber was ich noch zum anderen Video sagen wollte, ich möchte da versuchen, eine neutrale Haltung einzunehmen. Möchte euch ein paar Informationen geben oder ein paar Situationen einfach mal mit an die Hand geben. Man ist ja dann immer leicht geneigt zu sagen, ja, das war Scripting. Aber da muss ich mir, ich weiß es nicht. Bin aber mal auf das Video gespannt, wie das bei euch ankommt. Wie gesagt, das wird es dann endlich irgendwo auch mal, ich sag jetzt mal ganz grob, in den nächsten 2, vielleicht 3 Wochen mal zu sehen geben. Hoffe da auf eine interessante Diskussion mit euch. Aber Respekt an den Gegner, der hier wirklich auch bis zu Ende spielt. Und ihr seht es ja jetzt hier auch, also der hat da nicht nur Fallobst auf dem Parkett. Ah, interessante Situation eben nochmal, muss ich sagen. Ah, da rennt Choupo-Moting gar nicht mehr in die Position. Aber er ist in jedem Fall brauchbar, definitiv. Guter Mann vorne. Also wie gesagt, nichts Nennenswertes, was ich gameplay-technisch jetzt unterschiedlich ausmache. Natürlich müsste man da wieder mal so 10, 20 Partien spielen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sich da groß unterschiedliche Sachen herauskristallisieren werden. Giovanna Elba darf nochmal einnetzen zum 7:0. Ja, da tut es mir jetzt auch schon ein bisschen leid. Aber wenn er mir das hier so auflegt und schenkt, dann muss ich mit dem Giovanni auch mal 4 Tore in einer Partie machen. Die Chance habe ich auch nicht allzu oft. After 19
So, jetzt haben wir hier offensichtlich einen Gegner, der bockig ist. So würde ich das mal interpretieren. Denke, der wird jetzt nichts mehr machen hier. Dann mache ich halt noch mein drittes Tor mit Choupo-Moting, so leid es mir tut. Sowas verstehe ich dann auch nicht. Beim Stand von 7 zu 0 in Minute 91 brauche ich dann auch nicht mehr aufhören zu spielen. Sag ich euch mal so ehrlich, wie es ist. Verstehe ich nicht. Und dann bestrafe ich einen Gegner auch gerne mal. Choupo-Moting mit einem Dreierpack. Ah, Luis Suarez, auch ein super guter Strafraumstürmer. Auch in eFootball 2023 noch. Der hat natürlich nicht mehr das Tempo. Aber so, ich mache jetzt hier nichts mehr als Tor. Oder doch? Nein. Super cool. Also wie gesagt, das waren meine Eindrücke, gepaart vielleicht mit den Partien davor, die ich gespielt habe. Ich habe das Gefühl, dass der Schiedsrichter minimal mehr pfeift, aber ob das jetzt mit dem Patch zusammenhängt, das stelle ich mal eher in Frage. Aber wie gesagt, es spielt sich weiterhin auch in Online-Divisions wirklich gut und griffig, so man denn vielleicht nicht unbedingt in der ersten und zweiten spielt. Thema Scripting, Thema Momentum, ihr wisst es alle, spielt da ja eventuell mit rein. Wie gesagt, ich darf euch dann noch ein solches Video dann demnächst zur Verfügung stellen. Dankeschön, dass ihr auch hier wieder reingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tretet unserem Discord-Server bei. Link unter dem Video. Schaut doch mal in unseren Zweitkanal rein, wo ich mit drei weiteren Leuten unterwegs bin und die Jungs machen einen echt guten Job. Viele Livestreams und wer sich gut unterhalten fühlen möchte, darf dort gerne auch sein Abo da lassen. Würde mich freuen und sage an der Stelle auch mal Danke. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.